Seelten, trefft mich in der Zuflucht. Wir sind bereit, das Amulett der Könige zurückzuholen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder im superschönen Tamriel. Heute übrigens wirklich, weil es scheint die Sonne, auch wenn ich gerade ein bisschen Bedenken habe, weil diese übergroß dimensionierten Krabben hinter mir sind und ich Angst habe, dass die mir vielleicht in den Fuß beißen könnten, beziehungsweise zwicken könnten. Ja, wir haben ja eben, wenn ich dran gedacht habe, das einzuspielen, haben wir ja eben gehört, dass der Prophet uns wieder zu sich gerufen hat. Und da wollen wir dann natürlich direkt mal nachschauen, was er denn für einen Auftrag für uns hat und was wir dabei tun müssen. Ich kann ja auch sprinten. Sag mir das doch einer. So, Prophet, ich rede sofort mit dir. Ich schaue mir nur mal kurz die Sachen an, die hier liegen. Wie immer, wenn ihr irgendetwas lesen möchtet, dann drückt einfach kurz Pause. Deswegen mache ich das ja. Bei meinen anderen Chats habe ich das ausgeschaltet, dass man es gar nicht liest, sondern einfach nur aufnimmt. Und so schließt sich also der Kreis. Ich führte die ursprünglichen 5 Gefährten auf einer Mission zur Bergung des Amuletts der Könige. Damals redete ich mir ein, es wäre zum Wohle von ganz Tamriel. Ich hatte Unrecht. Und nun leidet die ganze Welt wegen meiner Anmaßung. Jetzt haben wir eine Chance, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht. Aber ich frage mich, wird sich die Geschichte wiederholen oder wird sie neu geschrieben werden? Ehrlich gesagt habe ich Angst davor, das Amulett noch einmal einzusetzen. Seine Macht ist zwar groß, aber auch entsetzlich. Das Schicksal kann uns zermalmen, indem es unsere Wünsche zunichte macht. Oder aber, indem es sie erfüllt. Erzählt mir mehr über Sankre Tor. In der ersten Ära war es eine heilige Stadt, die von Königin Alessia selbst gegründet wurde. Seitdem ist sie zu einer Ruine verfallen. Vor seiner Gefangennahme versteckte Sai-Sahan das Amulett der Könige in den Katakomben unter der Stadt. Wo liegt Sankre Tor? In den Bergen von Kolovia, dem Land meiner Jugend. Aber ich kann mich kaum noch an diese Zeit erinnern. Dass ich den Schriftrollen der Alten ausgesetzt war, raubte mir viel von dem Mann, der ich einst war. Sprecht mit Sai-Sahan. Er kann euch eure Fragen sehr viel genauer beantworten als ich. Ja, wenn ich... Achso, da. Die Zeit ist für uns gekommen, die Katakomben von Sankre Tor zu betreten. Unterschätzt nicht die Gefahren, die uns erwarten. In längst vergangenen Zeitaltern war Sankre Tor einmal ein Ort des Lichts. Doch ich fürchte, dass dem nicht mehr so ist. Wir müssen für alles gewappnet sein. Habt ihr euch schon ganz von euren Wunden erholt? Ich habe viel durchgemacht, aber dieser Körper ist härter als die großen Eichenwalenwalz. Ich gehe ohne Hoffnung, aber auch ohne Furcht. Es bringt nichts, über eine Zukunft zu rätseln, die noch nicht geschrieben wurde. Ihr könnt hoffen, was ihr wollt, meine Freundin. Ich werde darüber nicht richten. Wie sieht euer Plan aus? Mein Fürst Varen wird ein Portal nach Sankre Tor öffnen. Das Amulett liegt in einem Gewölbe, das durch mächtige Magie geschützt wird. Ein Schutzzauber Stendars, des Gottes der Gerechtigkeit und der Gnade und des Gottes des wohlverdienten Glücks. Ich dachte, das könnte nicht schaden. Wie brechen wir den Zauber? Die Katakomben bergen 2 Schreine, die den Göttlichen gewidmet sind. Wir müssen sie in Stendars Namen weihen. Sobald das erledigt ist, sollte der Ring von Stendars Gnade uns die Gewölbetüren öffnen. Erzählt mir mehr über Sankre Tor. Es steht geschrieben, dass Alessia die göttliche Inspiration für ihre Sklavenrebellion in Sankre Tor erhielt und daher dort auch ihre heilige Stadt errichtete. Doch das war vor langer Zeit. Heute ist die Stadt nur noch eine Ruine. Sie ist zu einem finsteren Ort geworden, an dem man manchen Platz lieber ungestört lässt. Was für Plätze? Wir sollten die Krypta der Helden meiden. Ich habe dort genug zornige Tote gesehen, um 9 Leben damit zu füllen. Kasura und ich entkamen nur um Haaresbreite. Wir werden durch den Innenhof hineingehen und sie so ganz meiden. Nun kommt, die Zeit wartet auf niemanden. Auf geht's. Werden wir denn ein Portal bekommen? Da. Das Portal ist auf. Warum muss der auch noch sprechen, wenn wir schon lange durch sind? Ihr hättet das Amulett überall in Tamriel verstecken können und das war eure erste Wahl. Damals erschien es wie eine gute Idee. Wunderbar.
Warum sind sich die Leute mit den lächerlichsten Ideen ihrer Sache immer am sichersten? Seid still, Tarn! Was bringt euch nach Sankretor, alte Freunde? Sucht ihr vielleicht nach einem Amulett? Manny Marco, wie habt ihr diesen Ort gefunden? Denkt ihr wirklich, dass ich euch aus den Hallen der Qualen kommen lassen würde, wenn ich nicht jeden Schritt von euch überwachen könnte? Sei nein! Manny Marco, halt! Ihr tötet ihn! Wo ist das Amulett der Könige? Mein Meister Molag Bal verlangt danach. Euer Meister? Bitte. Ihr würdet das Amulett verwenden, um Molag Bal zu verraten? Narr! Als ich aufstieg, hättet ihr meine rechte Hand sein können, Tarn. Stattdessen habt ihr euch bei den ignoranten Bastarden eingereiht. Jetzt werdet ihr mit ihnen sterben. Damit werdet ihr nicht davonkommen. Denkt ihr wirklich, ihr könnt einen dädrischen Fürsten betrügen? Mit dem Amulett der Könige ist alles möglich. Nationen werden erzittern und sich vor mir verneigen. Ich werde ein Gott sein! Das Amulett der Könige wird niemals euch gehören. Es wird vom Schutzzauber der Göttlichen beschützt. Ihr meint, euren Schutzzauber von Stendar, Gott der gnädigen Nachsicht, Patron der Feiglinge und gesetzestreuen Idioten? Das wird mich nicht im Geringsten aufhalten. Ja, was er aber vergessen hat, wir stehen auf der Seite der Guten und das Gute gewinnt immer. Manny Marco hat jeden unserer Schritte beobachtet. Wir haben ihn geradewegs zum Amulett geführt. Wir müssen das Amulett der Könige als erstes erreichen. Manny Marco könnte mächtig genug sein, um Stendars Schutzzauber irgendwann zu durchbrechen. Wenn wir es schnell zu den Schreinen schaffen und Stendars Segen erhalten, können wir den Schutzzauber so durchschreiten, dass der Zauber nicht aufgehoben wird. Manny Marco wird uns dann vielleicht eine Weile nicht folgen können. Wie kommen wir zu den Schreinen? Wir müssen uns auf den Weg zum Innenhof machen. Von dort aus gelangen wir in die Kammern, in denen sich die Schreine befinden. Los geht's. Sei, geht es euch gut genug, um weiterzumachen? Hab keine Angst, Schneelilie. Ich bin ein Rotwardone. Wir sind wie Bergbambus. Viel stärker und biegsamer, als wir erscheinen. Ich finde es zum Totlachen, dass man die Markus... Och, Tarn, ganz ehrlich. Jetzt habe ich extra gewartet, bis Sai ausgesprochen hat und jetzt kommst du auch noch an. Dort hinter diesem Tor befindet sich die Krypta der Helden. Wenn ihr wollt, können wir sie betreten. Aber es ist ein böser Ort, an dem die Toten ruhelos und wütend sind. Ja, möchte noch jemand was sagen? Nein? Okay. Ich will den Leuten ja nicht irgendwie irgendwas abschneiden. Also... Die Stimme abschneiden, wollte ich gerade sagen, aber das hörte sich komisch an. Beharrlich, nicht wahr? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich davon abhalten, mir das Amulett zu holen? Das Amulett der Könige steht unter Stendars Schutzzauber. Es wird niemals euch gehören. Ah, Sai, ihr versteht es immer noch nicht, oder? Durch euren Schutzzauber Stendars wird mein Plan erfolgreich sein. Er wird Molag Bal davon abhalten, zu beobachten und einzuschreiten. Sobald der Schutzzauber weg ist und das Amulett mir gehört, wird es schon zu spät sein. Ihr seid verrückt, wenn ihr denkt, ihr könnt den Gott der Intrigen hintergehen. Naives Kind, ihr wisst überhaupt nichts. Chim El Adabal, der rote Diamant in der Mitte des Amuletts der Könige, ist der mächtigste Seelenstein, der ich je erschaffen würde. Mit dem Amulett in meinem Besitz werde ich Molag Bals Kraft aufsaugen und ihn in eine leere Hülle flüchtigen Fleisches verwandeln. Dann werde ich seine Essenz in dem Edelstein einfangen. Mit der Zeit wird man den Namen Molag Bal vergessen. Mit der Zeit wird sich ganz Tamriel vor mir verbeugen. Bald wird der Gott der Intrigen einen neuen Namen haben. Manny Marco. Also, ich meinte natürlich, ich wollte nicht irgendwelche Sätze abschneiden. So. Ich wollte nichts anderes abschneiden. Geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Wenn der tot ist, dann seid ihr auch tot. Basti, du bist ein Tank. Du musst den wegziehen.
Ich weiß nicht, was mit dem Basti in letzter Zeit los ist. Also normalerweise reagiert er super gut. Ich mag Manimako schon als Sterblichen nicht. Ich denke, als Gott werde ich ihn noch weniger mögen. Übrigens, wenn ihr raus wollt an dieser Stelle, könnt ihr jetzt da durchgehen. Das ist mir dann irgendwann mal zufällig aufgefallen, als ich durchs Falsche durchgegangen bin. Aber ihr müsst eigentlich hier hinten weiter durchlaufen. Bitte, einen Moment, meine Freunde. Ich muss mich ausruhen, bevor es weitergeht. Sai, geht es euch gut? Dieses Schwein hat euch wirklich verletzt, nicht wahr? Ich schwöre bei den Göttern, ich werde seinen Kopf abschlagen. Es geht mir gut, Schneelilie. Ich brauche nur einen Moment, um durchzuatmen. Lasst euch Zeit. Ich halte Wache. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann, sagt Bescheid. Wie reizend. Ich glaube, ich lasse mir das Essen noch einmal durch den Kopf gehen. Ach, Tarn, halt die Klappe. Bei Zeds Tränen. Ich dachte, ich könnte damit fertig werden. Manimakos Hexerei brachte all die Schmerzen und Zweifel zurück, die ich in den Hallen der Qual spürte. Kommt ihr wieder in Ordnung? Ich habe meinem Körper schon Schlimmeres zugemutet. Es ist mein Geist, der mir Schmerzen bereitet. Manimako hat meinen Kopf mit zertrümmerten Erinnerungen gefüllt. Sie sind wie zerbrochenes Glas. Sie schneiden mich mit jedem Schlag meines Herzens. Nehmt euch einen Augenblick Zeit. Kommt wieder zu Atem. Diese Stimme, Manimakos Stimme, sie verhöhnte mich immer und immer wieder, über Jahre hinweg. Meinen Willen konnte er nicht brechen, aber er hat etwas anderes gebrochen. Beine, Arme, was? Werdet ihr all dies überstehen, Sai? Ich werde all dies überstehen, meine Freundin. Ich habe nicht Jahre der Folter in den Hallen der Qual erduldet, um jetzt aufzugeben. Mein Schmerz hat nachgelassen. Sputen wir uns und bringen wir diese Sache zu Ende. Wo sollen wir jetzt hin? Wir müssen die beiden Schreine mit Stendars Segen weihen, bevor wir das Gewölbe öffnen können. Der erste Schrein ruht im Grabmal der Drachengarde, wo so viele meiner gefallenen Kameraden aufgebahrt wurden. Wir müssen ihrer ewigen Ruhestätte unbedingt mit Respekt begegnen. Los geht's. Ja, und ich habe jetzt leider einen kleinen Fehler gemacht. Also normalerweise hätten wir jetzt auch noch mit Lyris reden können. Ihr behaltet mich besser im Auge. Ich hätte schon wieder Lust, Tarn einer reinzuschlagen. Oder das ist das, was normalerweise jetzt auch kommen würde. Wird Sai zurechtkommen? Wenn Sai-Sahan eines ist, dann zielstrebig. Er sagte einmal zu mir, das Erringen des Sieges wäre wie ein Ringkampf mit einem Oger. Man hört nicht einfach auf, wenn man müde ist. Man hört auf, sobald der Oger müde ist. Er wird es zu Ende bringen. Seid unbesorgt. Was ist mit euch? Ich? Ich werde Manimako bis in die hintersten Winkel des Reichs des Vergessens verfolgen, wenn es sein muss. Rache ist eine starke Triebfeder. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Aber unter dieser harten Schale steckt eine hoffnungsfrohe Närrin, die für jeden Einzelnen von euch den tödlichen Schlag einstecken würde. Habt ihr und Sai je darüber gesprochen, was in den Hallen der Qual geschehen ist? Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Stoisch. Nennen uns die Leute denn nicht so? Da ist ein Band zwischen unseren Herzen. Aber wir sprechen nicht über unsere Gefühle. Wir verstehen sie nicht einmal selbst. Vielleicht sprechen wir eines Tages darüber, aber dieser Tag ist nicht heute. Ja, schon irgendwie schlimm. Können wir eigentlich mit Tarn auch noch sprechen? Das habe ich nie ausprobiert. Die Drachengarde? Soweit ich mich erinnern kann, bestand ihre Hauptaufgabe darin, die Wahnvorstellungen desjenigen zu bestärken, der gerade auf dem Rubinthron saß. Und das änderte sich fast wöchentlich. Okay, können wir, aber er hat jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Ja, dann schauen wir mal. Dann betreten wir mal das Grabmal. Der Schrein befindet sich auf der anderen Seite des Raums. Schnell, wir müssen einen Weg dorthin finden. Ich habe eine Überraschung für euch, Sai. Erinnert ihr euch an eure gefallenen Kameraden der Drachenwache? Ich habe mir die Freiheit genommen, sie zu erwecken. Und sie sind ganz erpicht darauf, euch zu sehen.
Schon wieder entehrt der König der Würmer die Erinnerung an die geehrten Toten. Ich habe nicht den Wunsch, die Leichen meiner alten Kameraden der Drachenwache zu verstümmeln, aber wir müssen den Schrein weihen. Tut mir leid, Sai. Was hast du gesagt? Ich habe schon mal angefangen, die zu verstümmeln. So, hier ist übrigens so als kleiner, ja, Trick, Hinweis, wie auch immer. Hier solltet ihr, wenn ihr nicht zu viel kämpfen möchtet, immer den gleichen Weg wieder zurückgehen. Weil wenn ihr den anderen Weg nämlich nimmt, dann kommen wieder neue Gegner auf euch zu. Und so könnt ihr dann einfach wieder zurücklaufen, wenn ihr hier oben fertig seid. Stendar, Gott der Gnade, Wohltat und Gerechtigkeit, erfüllt uns mit eurer Weisheit und euren Visionen. Helft uns, die Welt mit eurer Gnade und Führung zu richten. Ermutigt uns, das Böse zu zerschlagen und die Ungerechten zu bestrafen. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten Schrein weihen, bevor wir das Gewölbe betreten können. Ich wollte Sai jetzt nicht unterbrechen, weil irgendwie... Habe ich heute ein Händchen dafür, die Leute zu unterbrechen? Ich weiß auch nicht. So, wie gehen wir da zurück? Und dann den Weg geradeaus. Ihr habt beim Verstecken des Amuletts auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, Sai. Hättet ihr es nicht einfach unter die Matratze legen können? Ja, sowas ähnliches habe ich mich auch schon gefragt. Der zweite Schrein ist in der dahinterliegenden Kammer. Es gibt einen Kniff, sie zu erreichen, eine Art Rätsel. Aber ich erinnere mich nicht an die Lösung. Macht nichts, Sai. Ich erinnere mich. Eigentlich ist es auch sehr einfach. Der Altar ist auf der anderen Seite. Man muss die Zugbrücke runterlassen, um ihn zu erreichen. Darf ich jetzt kurz was sagen? Dankeschön, Sai. Das ist lieb von dir. Also eigentlich ist es recht einfach. Ihr müsst einfach nur den ersten Hebel machen. Dann den dritten Hebel. Und dann den zweiten Hebel. Ihr habt es geschafft. Die Brücke ist unten. Ja. Ich kann das. Ich habe ja auch extra Videos mit Tipps, wie man solche Quests, Rätsel in den Quests erledigen kann. Also sprich, wie man durch die Rätsel kommt in den Quests. So. Standard. Langsam ärgert ihr mich wirklich. Tötet sie! Weihen ersuchen wir euch, eure Schutzzauber zu brechen und uns sichere Reise in das Gewölbe der Könige zu gewähren. Ja, zieh bloß dich auf den. Ja, aber jetzt klappt es doch wieder wunderbar mit dem Tanken, Basti. Wieso konntest du das vorher nicht machen? Ich weiß nicht. Manchmal kann das super gut. Und manchmal ist es einfach... Nö. Wirklich so. Nö. Ist aber keine Lust hat. Der ist dann zwar am Kämpfen, aber irgendwie sieht er die Akku dann nicht. Ich weiß auch nicht. Ne? Kein Loot? Sauerei. Wieder kein Loot. Leute, ich möchte doch was mitnehmen und hier nicht komplett ohne alles rausgehen. So geht das doch nicht. Feuchte Korridore, bröckelnde Wände, übler Geruch. Dieser Ort hat alle Vorzüge eines Bordells in Riften. Das muss sich für euch wie Heimat anfühlen, die Tannen. Ihr meint eine Krypta, gefüllt mit den verrotteten Leichen von inzüchtigen Königen und gescheiterten Staatsmännern? Fast wie bei einer Familienfeier der Tarns. Ja, ich würde sagen 1:0 für Lyris, ne? So, diesen wunderschönen Ausblick werden wir leider nicht lange haben. Aber das wollte ich euch trotzdem mal kurz zeigen. Eure erbärmlichen Bemühungen werden nicht erfolgreich sein. Das Amulett der Könige wird mir gehören. Ich schwöre bei Stendars Gnade und dem Schwert meines Vaters, ihr werdet nicht gewinnen, Manimako.
Bald werdet ihr die Größe meiner Macht erkennen und euch vor mir verneigen. Durch die Macht des Amuletts der Könige werde ich verwandelt werden. Alle Nationen Tamriels werden sich vor mir verbeugen. Sie werden mich anbeten und um meine Gnade betteln. Alle werden den Namen Manimako als ihren einzigen wahren Gott kennen. Damit kommt ihr niemals durch, Manimako. Wir werden euch bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Aber meine alten Freunde, versucht doch, mich aufzuhalten. Das brauche ich nicht versuchen, das mache ich einfach. Ich wollte gerade Manni sagen, aber das ist ja kein Mammut. So. Der Tag wird unser sein. Er hat mich angerotzt. Das habe ich genau gehört. Das ist der Große. Hier. Das war's. Ja, nix, das war's, Basti. Mach mal deinen Job hier. Du sollst tanken. Als guter Tank müsstest du den jetzt umdrehen, von mir wegdrehen, sodass der nicht auf mich drauf geht. Ja, aber du bist halt nur Basti, du bist halt kein guter Tank. Aber ich muss dazu sagen, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwas auf Wett ist oder so, dann ist er doch ziemlich passabel drauf, also ziemlich gut drauf eigentlich. Das ist schon okay. Also wenn man ihn mitnimmt, man kann ihn auch auf normal super mitnehmen in irgendein Raid, in irgendein Viererverlies oder so. Also das funktioniert alles wunderbar. Nur, ja, bei Raids oder manchmal auch, wenn er die Akku verliert, dann ist es halt ein bisschen blöd. So, keiner mehr was zu sagen hier, Jungs. Kommt gleich wieder, wenn ich die Tür aufmachen will, oder? Nicht? So, hier muss ich dazu sagen, habe ich das auch schon mal öfter gehabt, dass es verbuggt gewesen ist. Ich meine, dass es daran gelegen hat, dass ich vergessen hatte, mit Sai zu sprechen und direkt runtergelaufen bin. Solltet ihr also selber spielen und das noch nicht gemacht haben, redet immer erst mit Sai und unten muss dann auch die Tür richtig anvisiert werden. Da habe ich dann auch schon mal Probleme mit gehabt. Da ist sie, die Tür zum Gewölbe der Könige. Was muss ich tun? Die Schreine wurden in Stendals Namen geweiht. Jetzt müssen wir den Ring von Stendars Gnade einsetzen, um die Gewölbetüren zu öffnen. Wie? Stellt euch in den Zauberkreis und zeigt mit dem Ring auf die Türen, um den Schutzzauber aufzuheben. Die Türen sollten sich weit öffnen. Ich bin bereit. So, und dann stand ich nämlich hier unten und dieses E kam nicht rein. Das war immer das Problem. Ja. Seht, das Amulett. Ich kann es von hier aus sehen. Dann hast du aber echt gute Augen, Sai. Eigentlich sollte man die Marco was sagen, aber ich glaube, ich habe dem jetzt irgendwie gerade das Wort abgeschnitten. Es tut mir leid. Bleib mal stehen. Dumme Narren, ihr seid nichts. Ich bin Manimako. Ja, es war so klar, dass jetzt. Lenkt Manimako ab. Ich werde das Portal schließen. Diener, erhebt euch. Gehorcht mir. Ich werde sie am Portal aufhalten. Ich bin diese Spiele leid. Konzentriert euch auf Dann Manimako. Mach sie doch nicht. Ja, eigentlich sollten hier Denkt massiv Geister kommen. Dass der Tod den mächtigsten Nekromanten Tamriels je... Das... ist nur ein Übergang. Mein erster Schritt zu wahr... Werdet jetzt Zeuge meiner wahren Macht! Schaut zu, während ich aus dem Grab auferstehe Wurm. Und zur Gottheit werde! Ihr denkt, ihr könnt dem Herrn der Gewalt und Unterwerfung ohne Konsequenzen hintergehen? Ihr werdet für eure Arroganz bezahlen. Für alle Ewigkeit werdet ihr Qualen leiden. Eure gequälten Schreie werden als Warnung für andere durch das ganze Reich des Vergessens hallen. Früher war das noch cooler. Dann kam wie bei Dungeon Keeper früher, kam dann von oben so eine Hand runter und hat den, ich weiß nicht mehr genau, ob der den jetzt eine geklatscht hat oder so, aber auf jeden Fall kam da so eine große Hand runter.
Achso. Sollte es vielleicht wieder einschalten? Alle Handlungen Manimakus sollen uns gegeneinander aufhetzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Schaut, was wir erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Wie ungewöhnlich optimistisch von euch, Titanenkind. Das sollte ich auf ein Kissen sticken lassen. Die Göttlichen gaben euch nicht ohne Grund eine Nase, Tarn. Dann könnt ihr den Mund halten und trotzdem atmen. Gut gekontert, Titanenkind. Gut gekontert. Ja, in der Tat. Die muss ich mir merken. So, da dürfen wir auch nochmal reingreifen. Der hinten ist zu. Okay, haben wir nochmal Fisch? Nee. Es ist vollbracht. Das Amulett der Könige gehört wieder uns. Und Manimako ist besiegt. Manimako wird für den Rest der Ewigkeit teuer bezahlen. Man kann keine Intrige gegen den Gott der Intrigen spinnen, ohne einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Ich kann mir die Qualen nicht vorstellen, die ihn erwarten. Was machen wir jetzt? Sasahan muss sich ausruhen, genau wie wir anderen auch. Wir können jetzt ein wenig ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass der König der Würmer besiegt wurde. Aber wir sollten uns nicht zu lange ausruhen. Molag Bal ist noch immer eine große Bedrohung und die Ebenenverschmelzung muss aufgehalten werden. Wenn nicht, war all dies umsonst. Und meine Seele? Ich habe es nicht vergessen, Entseelte. Das ist nur ein weiteres Teil des Puzzles und wir werden uns zur rechten Zeit darum kümmern. Doch fürs Erste sollten wir uns ausruhen und uns erholen. Wie immer werde ich mich bald wieder bei euch melden. Möget ihr im Licht wandeln, Entseelte. Ja, und wir haben einen, Lebensring bekommen, Siegel von San Kretor. Und eine Lebensglyphe und einen Fertigkeitspunkt. Wenn dann niemand anderes hier noch mit mir reden möchte. Und danach sieht es jetzt nun mal nicht aus. Dann würde ich sagen, dass ich hier dann erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir uns dann den nächsten Auftrag in der nächsten Folge anschauen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.